Hallo und guten Tag erstmal. Danke, dass ihr euch hier eingeklinkt habt und dieses Video anseht. Warum Freude durch Musik? Euch ist vielleicht der Name Bob Ross bekannt. Bob Ross, der Mann mit dem wilden Afro-Look und seinen süßen Sprüchen. Er hat der Welt The Joy of Painting gebracht und Hunderten von Millionen Menschen damit viel, viel Freude geschenkt und ein System sehr einfach in sehr, sehr kurzer Zeit malen zu lernen. Hier geht es jetzt nicht um Malen, sondern um Gitarre spielen. Dazu braucht man als allererstes eine Gitarre. Ich habe hier noch einen Musikverstärker. Der ist nicht unbedingt notwendig, den benutze ich hier in diesem Zusammenhang nur, um den Klang etwas zu verschönern. Mit etwas Hall. Ansonsten ist ein Verstärker nicht unbedingt notwendig, ihr braucht nur eine Gitarre. Freude durch Musik deshalb, weil ich, ähnlich wie Bob Ross, ich vergleiche mich natürlich nicht mit seinem Genie, aber ich habe diese Idee übernommen, mit simplen Methoden ganz, ganz schnell Gitarre spielen zu lernen. Und das möchte ich euch zeigen. Also fangen wir mal an. Wir haben eine Gitarre. Ich will jetzt in diesem Einführungsvideo nicht zu viel drauf eingehen, wie man eine Gitarre stimmt und welche Saiten man benutzt. Es spielt im Grunde auch keine große Rolle. Natürlich muss die Stimmung der Gitarre gleich sein. Wir haben ja eine 4-4, ganz normale Stimmung, Grundstimmung einer Gitarre. Das heißt, E, H, B, D, A und E. Von unten nach oben beginnend, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Saite. Wenn ihr jetzt ganz schnell eure Gitarre stimmen wollt zu meiner Gitarre, damit wir gleich zusammen spielen können, dann macht das jetzt bitte schnell. Wir fangen an mit der ersten Saite E. Ihr dreht jetzt einfach an der entsprechenden Mechanik so lange, bis euer Ton meinem Ton entspricht. Wenn ihr eine Gitarre stimmt, versucht von unten nach oben zu drehen, nicht von oben nach unten, weil der Ton besser länger gehalten wird, wenn man von unten nach oben die Mechanik dreht. Also so, hier nochmal die Töne. E, H, G, wie Gustav. Kurs behandeln wir die Akkorde G und E-Moll, G-Dur, E-Moll. Und vielleicht habt ihr noch nie ein G-Dur oder ein E-Moll gespielt, vielleicht kennt ihr diese Akkorde auch schon, aber für alle, die jetzt das neu machen, zeige ich euch jetzt, wie man diese Akkorde mit einem einzigen Finger spielt. Dazu komme ich jetzt mal etwas näher. Wir nehmen jetzt einen Finger, diesen Zeigefinger, und legen ihn auf den dritten, 1, 2, 3, dritten Bund. Der dritte Kasten hier quasi. Und auf die erste Saite E, die unterste Saite. Und die drücken wir jetzt möglichst in der Mitte von diesem Bund, nicht auf dem Metall, sondern möglichst dazwischen irgendwo fest genug drücken, damit dieser Ton frei schwingt. Das ist dann ein G. Und damit haben wir schon den G-Dur-Akkord, denn wenn wir auf diese Weise spielen, brauchen wir nur die untere, also die erste Saite im dritten Bund drücken. Können diese
ganzen Seiten hier frei spielen, offen. Und das ist schon ein G-Dur-Akkord. Und damit haben wir schon den ersten Teil gelernt. Jetzt brauchen wir noch den E-Moll-Akkord. Und der E-Moll-Akkord, den drücken wir auch mit einem Finger nur, indem wir die D-Seite im zweiten Bund drücken. Das ist die 1, 2, 3, vierte Seite von unten, also die vierte Seite im zweiten Bund. Und dann haben wir E-Moll. Beim E-Moll muss man vielleicht ein wenig darauf achten, nicht die unteren Saiten abzublocken, sonst kommt kein richtiger Klang heraus. Dazu muss man die Hand ein wenig rund machen. Ich zeige euch das mal von der Seite so. Die Hand ein wenig rund um das Griffbrett herum quasi. So, damit man die unteren Saiten frei schwingen lassen kann. Entschuldigung. Und damit haben wir, warum fange ich jetzt gerade mit G-Dur und E-Moll an? Die G-Dur und E-Moll-Tonleiter hat den Vorteil, dass man mit sehr viel sogenannten offenen Tönen spielen kann. Das heißt also, man muss gar keine Saite drücken, sondern kann offen spielen. Zum Beispiel wunderbar in dem G-Moll-Akkord. Alle diese Saiten brauche ich gar nicht drücken. Oder gar nicht. Aber G-Dur und E-Moll gehören zusammen, sie harmonieren zusammen. Versucht jetzt einfach mal, diese beiden Akkorde hintereinander rhythmisch zu spielen. Also ungefähr in dieser Weise. Schon haben wir einen Blues- oder Rock-Akkord. Damit könnte man Country-Musik machen. Diese Kombination reicht schon aus, um eine ganze Menge Musik zu machen. Und ihr seht, wie simpel es ist, mit einem einzigen Finger zu spielen. Dabei spielt es keine große Rolle, ob ich den ersten Finger, den zweiten, den dritten oder den vierten Finger benutze. Das ist etwas, was wir im Laufe des Kurses dann vertiefen werden. Im Moment spielt keine Rolle, welchen Finger ihr benutzt. Wichtig ist, dass ihr die richtigen Saiten im richtigen Moment anschlagt oder zupft. So, jetzt haben wir den Rhythmus. Und jetzt könnt ihr anfangen dazu eine Lead-Gitarre, eine Lead Melodie zu spielen. Gesehen, wir können mit einem einzigen Finger die Akkorde spielen und viele der Töne, die hier zusammenliegen und offene, also ohne zu drücken, harmonieren miteinander. Und diese, wenn ich auf den unteren ersten beiden Saiten im dritten Bund drücke,
wechselseitig den Finger wieder wegnehme, also offen spiele. Kann ich damit schon zu dem Rhythmus, den wir gerade gelernt haben, zu diesem Rhythmus ein Leadgitarre spielen. Die Töne die ersten beiden Saiten im dritten Bund und jeweils offen gespielt und die nächsten beiden Saiten, also die G- und D-Saite im zweiten Bund gedrückt. Sind Töne derselben Tonleiter E-Moll oder auch G-Dur. Und alle diese Töne harmonieren in dem Rhythmus, den wir gerade schon gelernt haben. Ich kann sogar ganz offen spielen, selbst diese Töne passen alle zusammen, weil es ja die offenen Töne sind aus diesem Akkord, beziehungsweise aus den zwei Akkorden. Experimentieren. Ihr werdet feststellen, wie viele Lieder man mit dieser Kombination bereits begleiten kann. Das Lied, welches ich am Anfang kurz angespielt und gesungen habe, basiert auf exakt den gleichen Akkorden. Da kommen dann noch zwei oder drei andere Akkorde mit dazu, aber die Basis bleibt die gleiche Basis. Ihr seht, wie leicht und wie schnell man hier mit wenigen Mitteln beginnen kann, Musik zu machen. Wenn euch interessiert, diese Methode etwas zu vertiefen, dann besucht einfach mal meine Website freude-durch-musik.de beziehungsweise geht einfach auf myacademy24.de. Dort findet ihr meine Gitarrenkurse und wir werden dann im Laufe des Kurses weitere Akkorde, weitere Techniken lernen. Und mir geht es im Wesentlichen darum, dass wir gemeinsam Spaß an Musik haben, gemeinsam uns einige Lieder und einige Gitarrentechniken und Gesangstechniken erarbeiten und quasi gemeinsam Musik machen. Und in den fortgeschrittenen Kursen könnt ihr dann auch eure Gesangs- und Gitarrentechniken vertiefen und erweitern um zahlreiche weitere Techniken. Es würde mich freuen, euch wiederzusehen und von euch zu hören. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis auf bald auf myacademy24.de. Euer Mike und viel Freude an der Musik.